Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir sind weiterhin auf der Gamescom 2023 und wir sind weiterhin bei Aerosoft. Und wir haben hier das Aerosoft-Lenkrad. Das haben sich ja viele von euch interessiert. Und ich habe jetzt mal die Möglichkeit gekriegt, das Ding hier mal näher anzugucken. Ihr habt es ja schon auf der Nextim so ein bisschen gesehen, etc. pp. Was ich dazu sagen kann, da muss ich kurz hier reinhüpfen, das Ganze nennt sich Aerosoft Truck und Bus Wheel. Also sprich LKW und Buslenkrad. Und sieht dementsprechend so aus. Ihr kriegt gleich noch ein paar Detail-Shot-Aufnahmen. Alles schick, alles schön. Das Ganze Ding besteht aus drei Elementen. Einmal natürlich hier die Pedale für die Beine, einmal das Lenkrad und dann, wenn ich hier einmal zurückgehe, natürlich auch eine Seitenkonsole im Endeffekt, wenn man so sieht. Drei Stück insgesamt und ja, das schauen wir uns jetzt in dem Sinne mal kurz genauer an. Zu den Pedalen kann man relativ kurzfristig sagen, Plaste. Also ich kann mal hier Plaste ist Plaste, die Auflagen sind Plaste, alles Plaste, Plaste, hinten die Schalter, Plaste, Plaste ist Plaste. Zum Thema Lenkrad, auch ja, da kann ich es, ich muss es so ehrlich sagen, also ich meine, ist ja jetzt nicht schlecht, aber ihr solltet es wissen, Plaste, 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 Plaste. Alles wirklich Plaste, Plaste. Und wenn wir uns das, die Seitenkonsole anschauen, auch hier das gleiche Spiel in Grün. Plaste. Also wir reden ja wirklich von Hartplaste, wir reden ja auch nicht von Softtouch oder so, sondern halt, obwohl ein gewisser, vielleicht ein bisschen Softtouch ist da mit dabei, aber ansonsten Plaste. Das solltet ihr im Vorhinein wissen. Aber, jetzt kommt das große Aber, das wird man relativ schwer sehen vielleicht im Video, die Befestigungen für das Lenkrad und auch für die Seitenkonsole etc. pp. Ich weiß nicht, ob der Kameramann bei mir, hast du da hinten noch so eine Halterung? Hinter dir, nee, keine Halterung mehr, schade. Die sind hier aus Metall. Ne? Das sind wirklich richtige Metallding, die sind auch schwer wie Sau. Daraus wird das Ganze befestigt und die kann man auch wegnehmen. Also sprich, wenn ich das jetzt so locker mache, das ist ein Einschub, kann ich die rausziehen, ne, und habe dann die nicht mehr am Dings dran. Da gibt es auch bei der Seitenkonsole hier verschiedene Verstellmöglichkeiten, also unten mehrere Löcher, sodass ihr zum Beispiel die Seitenkonsole auch höher oder niedriger machen könnt, je nachdem wie ihr es wollt. Das muss also nicht so sein, die Seitenkonsole könnte auch hier stehen zum Beispiel. Je nachdem, was ihr für einen Schreibtisch habt, für eine Sitzposition etc. pp. Gut, kommen wir generell mal, weil die Fußtasten ist relativ schnell erklärt. Kupplung, Bremse, Gas. Ne? Also drei Stück, nicht nur zwei. Schön. Kommen wir generell zum Lenkrad. Wir haben einen Knauf hier mit dran, den könnt ihr abschrauben. Der ist nicht draufgeklickt, den müsst ihr mit Schrauben loswerden, wenn ihr das wollt. Soweit so klar. Wir haben hier ungefähr, ich weiß nicht, wie viel Grad das Ganze ist, ne? Nicht so ganz aggressiv, wie man es bei den Rennlenkrädern kennt, ne? So bumm, sondern wir haben einen gewissen Winkel. Nicht so krass wie bei den Giants-Lenkrad bei den alten, aber halt, ne, schon, es ist ein bisschen angewinkelt, was sehr angenehm ist. Ansonsten haben wir auf der linken Seite ein D-Pad, könnte man fast sagen. Bei VW würde man jetzt sagen, solche Touch-Tasten. Ist natürlich kein Touch, sondern ist natürlich Upplaste. Wir haben da vier Achsen, hoch, runter, links und rechts. Die sind alle frei und generell ist hier alles frei konfigurierbar. Dann haben wir hier noch eine kleine Klicktaste, hier noch eine kleine Klicktaste. Wir haben eine extrem große Auflagefläche hier für die Hupe, wo ihr wirklich mal dementsprechend auch dran knallen könnt, ist in dem Fall auch kein Problem. Wir haben hier im Endeffekt so eine Art, ne, wie nennt man, wie beim PlayStation 4 Controller oder beim Xbox Controller halt so ein Digipad, nee, wie ist das, lieber Kameramann? Ein Analogstick, wunderbar, ein Analogstick, sowie hier noch vier weitere Tasten A, B, C und D. Soweit, so normal. Besonderheit bei D-Lenkrad ist hier einmal der Hebel. Das ist nämlich der Blinkerhebel, könnt ihr nach unten und dementsprechend nach oben blinken. Ebenso habt ihr hier noch die Lichtsteuerung zur Auswahl zwischen Off, Standlicht und dementsprechend normales Fahrtlicht. Ebenso könnt ihr hier den Blinker, wie es im realen Leben ist, auch nach vorne ziehen. Habt ihr halt Fernlicht in dem Falle mit dabei, könnt ihr wieder zurücknehmen. Genauso könnt ihr das Ding, ne, dementsprechend an euch ranziehen. Ist auch eine Achse, könnt ihr halt Lichthupe in dem Falle machen. Auf der anderen Seite, wird jetzt relativ schwierig einzufangen sein, haben wir einen Retarder. Werdet ihr in der Nahaufnahme, denke ich mal, besser sehen. Retarder, wisst ihr ja, gibt es beim LKW, wie der funktioniert, ne? Nach unten und dementsprechend nach oben. Im realen Leben, ich habe ja einen LKW-Fahrer gerade hier als Kameramann mit dabei, ist das aber nicht stufenlos, sondern der klackt ja eigentlich ein. Und da kriege ich auch dementsprechend in Nicken. Stimmt, der ist aber hier stufenlos. Das heißt, wenn ihr jetzt so fahrt und wollt einen Retarder benutzen und wollt den stärker machen, 1, 2, bla bla, und das Ganze auch wieder hier nach oben, der rastet halt leider Gottes nicht ein.
Das ist halt die Sache. Wir können dann hier noch ebenfalls rumdrehen. Ne? Auch das ist alles an sich frei konfigurierbar, wie ihr das wollt. Ne? Zwischen Max und Off schalten ist ja eigentlich im echten Leben beim LKW hier die Fahrstufen. Ne? Also im Endeffekt vorwärts, neutral, rückwärts. Ebenso können wir hier noch an der Seite eine Taste drücken, die kann man auch frei konfigurieren, für was es in der realen Welt ist, ob das Schleichmodus ist, Kriechfahrtmodus oder beim Auto, bei mir ist es zum Beispiel Spurhalteassistent, aber auch das könnt ihr hier noch drücken. Eine Start-Stopp-Taste gibt es ebenso, die direkt am Lenkrad ist, die ist rot hinterlegt, Engine Start-Stopp, können wir drauf drücken, das ist es gewesen, wie bei Keyless-Go-Fahrzeugen zum Beispiel. Und dann sind wir mehr oder weniger mit dem Lenkrad durch. Wir haben halt hier hinten hinter den Dinger nichts dran, ist klar, weil wir ja hier links bzw. rechts jetzt die zwei Hebel haben. Zum Thema Seitenkonsole gehe ich mal ein Stückchen weiter hier zurück. Da haben wir logischerweise den Joystick hier mit dabei. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Unten ist ein Schieberegler oder ein Regler generell. Den können wir vorwärts bzw. rückwärts machen. Somit können wir zwischen sequenziellen Schalten und H-Schaltung wählen. Sequenziell ist im Endeffekt Automatikschaltung. Ihr seht das Ganze, ich drücke nach vorne, das Ding bleibt nach vorne. Ich drücke nach hinten, das Ding bleibt nach hinten. Also Automatik. Drive, neutral, Reverse. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön. Wenn ich jetzt auf eine H-Schaltung gehe, ziehe ich das hier rum und jetzt kann ich hier, bleibt er natürlich auch, aber ich kann hier ihn in verschiedenen Positionen mit bewegen und so weiter und so weiter. Wir haben die Möglichkeit bis zu 18 Gänge zu schalten. Wir haben verschiedene Gruppen logischerweise, weil wir haben jetzt ja hier 1 ist klar, 2, dann haben wir hier 3, ne, Rückwärtsgang 4 und so weiter. Also im Endeffekt 6 Stück, die wir jeweils machen können. Dann haben wir hier hinten einen Schalter, den können wir umlegen und damit kommen wir dann in die nächsten Gruppen mit rein. Dann habe ich hier noch einen Schalter, kann ich auch umlegen, komme ich entweder nochmal in die nächsten Gruppen mit rein, weil ne, 18 Stück insgesamt, oder ich kann mir das auch frei belegen, zum Beispiel beim LKW für Kriechfahrt, Schleichfahrt, Rangierfahrt, wie man es auch immer sehen möchte. Das Ganze hier ist gummiert, logischerweise, der Rest ist halt Plaste. Dann haben wir hier weitere Tasten mit an der Zahl. Die sind auch alle beschriftet. Wir haben zum Beispiel Hazard, Engine Brake, Parking Brake, Attached Trailers, Scheibenwischer, Spiegeleinstellungen, Achsen, Radio Select und so weiter und so weiter. Können wir aber alles in dem Sinne frei konfigurieren, ist kein Problem. Ihr könnt das aber so nutzen, wie es da steht. Für ein ETS, für Bus, für den Bus oder whatever. Wir haben hier unten noch zwei rote Tasten in dem Falle. Die sind ganz klar dafür da, wenn ihr Bus fahrt, also im Bussimulator, der Bus zum Beispiel, dass ihr vordere Türe, hintere Türe auf- und zu machen könnt. Dafür sind die dementsprechend auch gleich noch mit dabei. Ne? Ansonsten könnt ihr das ja einfach durchdrücken, so weit, so klar, so schick, so schön. Kleinere Details gibt es hier oben noch, hier ist eine Gewindestange mit drin, da könnt ihr zum Beispiel einen Handyhalter mit ran touchen oder irgendeinen Halter generell, sodass ihr hier oben halt zum Beispiel ein Tablet oder ein Handy habt, wo ihr was, wie es ich drin habt. Wenn ihr Truckers MP oder ETS spielt, gibt es ja mittlerweile dieses digitale Dashboard oder wie sich das nicht alles schimpft, ne? Könnt ihr dann hier zum Beispiel euer Tablet oder euer Handy über eine Halterung mit dran machen. Dafür ist diese Gewindestange in dem Falle mit dabei und so kleinere Features gibt es in dem Falle alles halt noch mit dran. Und das ist es eigentlich im Groben und Ganzen auch schon mit gewesen. Ich muss noch mal auf meinen Spickzettel lunzen, denn die meisten werden sich fragen, okay, was kostet denn der ganze Spaß? Und Costa Quanta UVP sind 379 Euro. Ich gehe mal davon aus, 99, ne, oder es sind 378,99, aber ich gehe mal davon aus, 379,99, also 380 Euro und kommt Ende November, Anfang Dezember auf den Markt, wo ihr das Ganze erwerben könnt. Das ist eine Stange Geld, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber so ist es. Ich habe da aktuell noch keine Meinung dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür müsste ich es einfach mal selber bei mir richtig einsetzen. Ich habe es jetzt einfach nur hier ohne alles, ohne Kabel, ohne Feedback, ohne sonst was. Aber 380 Euro ist eine Ansage. Wir leben aber auch aktuell komischen Zeiten, muss man auch mal dazu sagen. Bedenkt das bitte. Von daher schauen wir mal. Ja, wie ist euer Feedback dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall interessant, es ist was Neues gewesen. Klar, Giants hat jetzt mit dem neuen Lenkrad auch, man könnte schon was sagen, eine Konkurrenz geschaffen auf einmal, weil da haben wir ja das Ganze auch. Aber das hier ist ja klipp und klar nicht für Landwirtschaft gedacht, sondern das ist für Bus und für LKW. Ne? Und dafür sieht es eigentlich, also dafür ist es so praktisch eigentlich gedacht, ne? Muss man auch mit dazu sagen. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen
Meinungen, sonst was habt, wie gesagt, in die Kommentare mit rein. Ich kann bei Aerosoft dann anfragen und sagen, könnt ihr hier noch was dazu sagen, könnt ihr da noch was dazu sagen. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke an den Kameramann hinter der Kamera. Der freut sich nämlich. Der gibt nämlich gleich Gummibärchen. Und in dem Sinne, bis demnächst. Tschüssikowski. Tschüss.